Und zufriedenes Leben hatte man unter diesen Umständen kaum vor sich. Vielleicht war das die Strafe für all das unverdiente Glück, das sie empfangen hatten. Liebe Freunde, habt bitte keine Angst. Ihr müsst ein gewaltiges Feuer auf dem Platz direkt vor dem Haus machen. Alles andere übernehme ich dann. Oh. Man sagt ja, dass Tiere immer den richtigen Instinkt haben. Aber in allen Fällen trifft das wohl nicht zu. Sonst wäre es völlig ausgeschlossen gewesen, was da an diesem Morgen geschah. Wer schon immer wissen wollte, woher die Paviane so einen glühend roten Popo haben, der weiß es jetzt. Das ist des Rätsels Lösung. Und noch etwas Tröstliches. Wiedergekommen sind die Affen nicht. Und so konnten der Arme und seine Frau endlich die Gunst des Gottes in vollen Zügen genießen. Das war's für heute, meine Lieben. Ich sage auf Wiedersehen zu euch. Ja, Herr Akira. Auf Wiedersehen, Herr Akira. Auf Wiedersehen. Wir kommen bestimmt bei euch wieder. Beim nächsten Mal erzähle ich euch wieder zwei schöne Märchen. Sie heißen die Dachse und das Spinnrad und der kleine Kappa. Sayonara. Auf Wiedersehen, Herr Akira. Guten Tag, meine Damen und Herren. Papst Johannes Paul II. Hat in der irischen Hafenstadt Galway einen ökumenischen Gottesdienst für die Jugend gehalten. Tausende von Blitzlichtern an Fotoapparaten auf einer Tribüne waren zu sehen, als der Hubschrauber des Papstes zur Messe einschwebte. Es war kurz nach 10.30 Uhr. Die Menge erkannte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Fenster des Hubschraubers und spendete ihm Beifall. Etwa 200.000 Gläubige hatten sich eingefunden. Schauplatz war eine Pferderennbahn. Das Wetter war regnerisch. Die Menge jubelte und sang weiter, während sich der Papst zurückgezogen hatte, um seine Messgewänder anzulegen. In seiner Predigt warnte der Papst die Jugend vor den Versuchungen der modernen Welt. Er sagte weiter, er zähle auf die Jugend, insbesondere Irlands, die dazu aufgerufen sei, den Hass zu überwinden. Liebe bringt immer den Sieg, sagte der Papst und fügte hinzu, gerade in der irischen Geschichte habe sich erwiesen, dass Liebe nie unterliege. Young people of Ireland. Mit den Worten, junge Menschen in Irland, ich liebe euch, löste Johannes Paul Ovationen und Begeisterungsstürme von fast einer Viertelstunde Dauer aus. In die Gesänge stimmte der Papst zum Teil summend ein.
Der Friedensappell des Papstes ist nach Ansicht des radikalen nordirischen Protestantenführers Paisley eine Ermunterung für die katholische Untergrundorganisation IRA. Der provisorische Flügel der IRA hat eine angebliche eigene Stellungnahme zum Friedensappell des Papstes als Fälschung bezeichnet. In der Erklärung hatte es geheißen, die IRA sei grundsätzlich bereit, ihren Kampf einzustellen. Aus Belfaster IRA-Kreisen verlautete dazu, eine solche Stellungnahme könne nur die Vollversammlung des IRA-Armeerates abgeben. Auch britische Militärs bezweifelten, dass die in der Nacht verbreitete Erklärung echt sei. Bundesverteidigungsminister Apel ist zu Gesprächen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Brown in die Vereinigten Staaten geflogen. Vor seiner Abreise sagte Apel im hessischen Rundfunk, die NATO stehe mit der Entscheidung über die neuen westlichen Nuklearwaffen vor ihrem wichtigsten Beschluss dieses Jahrzehnts. Apel wies die Kritik der USA am geringeren Wachstum des Bonner Verteidigungshaushaltes zurück. Die von der NATO beschlossene Zuwachsrate von 3% sei zu ungenau. Bundesaußenminister Genscher forderte alle NATO-Länder einschließlich der Bundesrepublik auf, sich einer 3%igen Steigerung der Verteidigungsausgaben wenigstens zu nähern. Im Südwestfunk tat Genscher auch Spekulationen über ein belastetes deutsch-amerikanisches Verhältnis entgegen. Die Beziehungen zwischen Bonn und Washington seien unbeschädigt. Nordrhein-Westfalen wählt neue Kommunalparlamente und Kreistage. Bei den Kommunalwahlen im Jahre 1975 hatte die CDU 46,3% erreicht. Die SPD erhielt 45,5%, auf die FDP entfielen vor 4 Jahren 7,1% der Stimmen. Der Entscheidung der rund 12 Millionen Wahlberechtigten stellen sich diesmal 80.000 Kandidaten aus 34 Parteien und Wählergemeinschaften. Die Wahllokale in dem bevölkerungsreichsten Bundesland sind seit 8 Uhr geöffnet. Bis zum späten Vormittag lag die Beteiligung in den Großstädten des Ballungsraumes in Rhein und Ruhr bei 18%. Allerdings wird nicht damit gerechnet, dass die Wahlbeteiligung von 1975 erreicht wird. Damals hatten Kommunalwahlen gleichzeitig mit Landtagswahlen stattgefunden. Mehr als 86% der Wahlberechtigten waren zur Urne gegangen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Die Wetteraussichten bis heute Abend. In ganz Deutschland heiter oder nur leicht bewölkt. Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Oberhalb von 600 Metern gute Fernsicht. Die weiteren Aussichten, freundliches Herbstwetter. Die nächsten Meldungen um 17 Uhr. Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen. So musizieren Sieger. Wir haben nämlich heute lauter Sieger im Studio, die Sieger im ZDF-Wettbewerb Kinder helfen Kinder nämlich. Und die zünftigen Musikanten, die Sie eben gehört haben, sind Mitglieder der Jugendgruppe Wittgenstein aus Erndtebrück, sind die Zugvögel Wittgenstein. Und ihr habt eigentlich schon im vergangenen Jahr den Wettbewerb, im vergangenen Monat den Wettbewerb gewonnen, aber da konntet ihr nicht kommen. Und da wir aber versprochen haben, dass die Gäste ins Studio eingeladen werden, seid ihr nun hier. Dirk, erzählst du uns nochmal, was ihr gemacht habt? Wir haben ein Zeltlager im Sauerland gemacht, da sind wir gewandert, haben Geländespiele gemacht, Völkerball, haben abends Nachtwache gemacht. Also eine ganze Menge. Aber wir haben in der letzten Sendung zum Wettbewerb Kinder helfen Kindern ja schon einen Film gezeigt von euren Aktivitäten. Sag uns nur noch mal schnell, was habt ihr denn eingenommen? 1.404 Mark. Oh, finde ich prima. Elke, ihr habt hier nun eine Veranstaltung für die Sorgenkinder gemacht. Habt ihr schon mal dran gedacht, eventuell auch künftig mal was mit den Sorgenkindern zu machen? Ja, wir haben schon mal dran gedacht, dass wir vielleicht aus einer Nachbarstadt, aus einem Spastikerverein einige ins nächste Lager einladen werden. Sodass also diese Aktion, die ihr für die Sorgenkinder gemacht habt, jetzt sogar vielleicht ein Anstoß war für künftige Kontakte. Dank euch schon, prima finde ich das. Sagt mal, kann man eigentlich auf dem Akkordeon den Tusch spielen? Dann probier das doch mal. Wir wollen damit nämlich die Sieger...
Wir wollen damit die Sieger im Wettbewerb Kinder helfen Kindern in diesem Monat vorstellen. Und das ist die Klasse 8b der Realschule in Kohlscheid. Und dazu muss ich noch mal ein bisschen erklären. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 29. August einen Tag des Kindes veranstaltet. Und an diesem Tag war schulfrei in Nordrhein-Westfalen. Und ihr, Nicole, ihr habt diesen Tag genutzt, nicht nur um Ausflug zu machen oder sonst was, sondern ihr wolltet für die Sorgenkinder aktiv werden. Warum seid ihr darauf gekommen, das für die Sorgenkinder zu tun? Das war 2 Wochen vor dem Tag des Kindes. Da hatten wir uns überlegt, ob wir was für die Aktion Sorgenkind veranstalten sollen. Und die sollten auch was davon haben. Mhm. Da haben wir hier diese Plakate. Vielleicht doch mal. Ja. Wo habt ihr die ausgehängt? Die einen Geschäften. Ja. Oder anderen Geschäften. Mhm. Und was habt ihr im Einzelnen gemacht, Stefanie? Erzähl mal. Wir haben Auto gewaschen und Baby gesittet. Wir sind einkaufen gegangen für die Leute. Wir haben Gartenarbeit gemacht und des Nachmittags haben wir auch noch einen Flohmarkt gemacht. Mensch, ihr habt euch also richtig angestrengt. Ja. Und die ganze Klasse hat da mitgemacht, sowohl bei der Idee als auch dann bei der Ausführung. Ja. Ja. Und wie haben denn die Leute darauf reagiert? Fanden die das prima? Haben die euch unterstützt oder wie war da die Reaktion? Ja, die waren freundlich, die haben uns aber unterstützt. Aha. Und was habt ihr eingenommen mit euren Aktivitäten? 600 Mark. 600 Mark. Dank euch, sehr schön. Sagt mal, auch an euch nochmal die Frage, ihr habt euch ja jetzt mal mit dem Problem der Sorgenkinder auseinandergesetzt. Seid ihr vielleicht auf die Idee gekommen, künftig auch mal was mit Sorgenkindern gemeinsam zu tun? Bis jetzt noch nicht, da wir noch keine Gelegenheit hatten, mit ihnen zusammenzutreffen. Mhm. Denn die sind bei uns rum, die da in der Schule wohnen. Ich meine, die da so wohnen. Bei euch zur Schule gehen? Ja, die Schule, die ist auswärts unserer Stadt und dann treffen wir nicht mit denen zusammen. Mhm. Aber als ihr die Aktion geplant habt, habt ihr das auch mal in der Klasse diskutiert, ne? Ja, ja, vorher schon und wir fanden das alle also, dass es gut war, anderen Kindern zu helfen. Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr ins Studio gekommen seid. Ich danke euch für die gute Idee. Aber ich finde, es ist Zeit, wir sollten auch mal über die Aktionen berichten, die andere Kinder unternommen haben. Und da macht er ja dann gleich auch alle zusammen mit. Mitgemacht beim Wettbewerb Kinder helfen Kindern der Aktion Sorgenkind haben auch die Jungen und Mädchen des Sportvereins Deutsche Jugendkraft Au am Rhein, die in Menzenschwand am Feldberg ein Zeltlagerfest veranstalten. Unter anderem mit so sportlichen Disziplinen wie Erbsenspucken kamen bei diesem Fest runde 600 Mark zusammen. So, und damit ihr jetzt nicht denkt, dass bei diesem Wettbewerb Siegern diesmal nur Klassen und Gruppen waren, da wird euch die Ute jetzt mal vorlesen, welche Aktion andere Kinder gemacht haben, nämlich was Martina Rosenstiel aus Eisenbach geschrieben hat. Als wir in der Ferienzeit einmal überlegten, was wir tun könnten, fiel uns ein, dass viele Kinder nicht so schöne Ferien haben wie wir in unserem schönen Schwarzwalddorf.